Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam die Cute Clay Motte. Für den gestreiften Körper verwende ich Fimolide in Nuss und Elfenbein. Diese platziere ich abwechselnd in Streifen übereinander. Dies hier ist nur ein Beispiel, das Ganze musst du natürlich ein bisschen größer machen. Ich mache es für dich hier im Mini-Format, damit du es dir besser vorstellen kannst. Das Ganze kannst du jetzt ausrollen, somit verbindet es sich miteinander. Wenn du kleinere Streifen nimmst, wird es dünner, wenn du dickere nimmst, wird es dicker und so weiter. Und so sieht das Ganze dann aus. Jetzt fehlt uns noch der Körper, das Innenleben sozusagen. Du kannst hier eine Alufolie und Fimo-Reste nehmen. Du kannst aber auch das Ganze aus Fimo formen, wie du möchtest. Ich mache mir hier eine Birnenform und setze das Gestreifte rundherum, schneide den Rest ab. Und jetzt kannst du zum Beispiel die Rückseite noch etwas anpassen. Du siehst, hier überlappt es ein wenig und passt mit der Musterung nicht so zusammen. Das heißt, ich schneide mir diese Elfenbeinfarbe hier noch etwas weg, damit nur das Braun unten ist. Und schon sieht es ein wenig harmonischer aus. Bei den Enden habe ich es etwas zusammengeklappt und versucht, nach den Linien zu gehen. Aber es geht nicht so genau her, denn die vordere Seite des Kopfes wird sowieso abgeschnitten und die Rückseite wird mit Gold bestrichen. Das heißt, du musst dir hier nicht großartig Mühe geben. Es muss einfach eine halbwegs glatte Ebene sein. Ich rolle es hier noch ein wenig und drücke noch ein wenig, damit das Ganze keine Luftlöcher hat am Ende. Das kann beim Backen dann schon mal passieren. Daher gut durchrollen. Und jetzt kommt der Part, den ich eben erwähnt habe. Das heißt, wir rollen uns die Seiten ein wenig spitz zu, wie bei einem Croissant, nur nicht ganz so spitz. Und der vordere Kopfbereich bleibt natürlich ein bisschen dicker, das hintere wird ein bisschen dünner. Und vorne, ja, jetzt hat sie es dann gleich. Wir warten noch ganz kurz. Schneide ich jetzt gerade ab. Denn der Kopfbereich, der wird aus Elfenbein geformt und dazu nehmen wir Fimolide Elfenbein, formen uns eine Kugel schneiden bei der Kugel vorne glatt ab und setzen diese Halbkugel nun als Kopf an den Mottenkörper. Wenn das geschafft ist, benötigen wir einen Zahnstocher oder eine Nadel oder so ein Werkzeug, wie ich es habe, und bohren uns links und rechts jeweils zwei Löcher untereinander, mit ein wenig Abstand natürlich. Ab in den Ofen damit! Die Flügel forme ich mir aus Aluminiumdraht, den ich zurechtbiege. Das heißt, wir brauchen insgesamt vier Flügel, zwei kleine und zwei große. Die forme ich mir nach meinen Vorstellungen einfach zurecht. Du kannst natürlich jede Form, die du möchtest, formen. Das steht dir natürlich frei. Ich meine, ist ja nur eine Vorlage quasi. Mach es so, wie es dir gefällt. Mein Flügel sieht jetzt so aus. Ich versuche auch gleich, ob der überhaupt reinpasst. Funktioniert. Beide Löcher funktionieren in der Größe. Und weiter geht's. Ich passe die beiden Flügel an, damit sie halbwegs gleich sind. Also lege ich sie immer ein bisschen übereinander und versuche sie gleich zu formen. Sieht ganz gut aus. Das werden also die kleinen Flügel. Und die großen sehen dann so aus. Da habe ich dann einfach eine Art Halbkreis geformt. Ja, und jetzt nehme ich mir einen dünneren Draht zur Hand und umwickle das Ganze.
Für die Flügel benötigen wir jetzt noch zwei unterschiedliche Varianten an Stoffresten. Das heißt, zwei unterschiedliche Muster wären hier natürlich top. Du kannst das natürlich auch mit einer Farbe machen, aber mit zwei finde ich es persönlich schöner. Und ich schneide es mir rund um den Aludraht grob herum ab, sodass beide Seiten bedeckt sind. Das heißt, das geht hier nicht so genau her. Ja, du siehst, ich schneide, also ich lege es ein wie ein Sushi. Und dann halte ich es fest und schneide hier einfach grob rundherum. Und für den zweiten Flügel verwende ich das hier einfach gleich als Vorlage. Mit Nadeln habe ich mir das Ganze jetzt abgesteckt. Auch in der Mitte habe ich noch zwei Nadeln gesetzt, damit das Ganze auch wirklich hält. Natürlich mit ein wenig Abstand zum Aludraht. Denn direkt am Aludraht bzw. gleich daneben möchte ich ja nähen. Und ja, jetzt schnappe ich mir einen dunkelblauen Faden und beginne rund um den Aludraht zu nähen. Wenn du nun rund um den ganzen Flügel alles genäht hast, kommt nun zum Abschluss einfach ein Knoten wieder und ich schneide den Rest des Stoffes am Rand einfach weg. Innen sollte bei dir nun also der Aludraht eingenäht sein, außen einfach die Naht und ein wenig Stoff am Rand. Dieses flauschige Teil hier habe ich bei Teddy gefunden und ich dachte mir, daraus zaubere ich ihm einen schönen Kragen. Motten sind ja oft so ein bisschen plüschig am Hals, beziehungsweise sieht es manchmal so aus. Und daher dachte ich mir, wäre ja doch witzig, wenn er hier noch so ein bisschen Plüsch bekommt. Und das klebe ich ihm einfach rund um den Hals. Die Enden befestige ich mit Sekundenkleber, da ich dem Kleber, der darauf ist, nicht so wirklich traue. Aber grundsätzlich hält er schon. Das passt schon. Die fertigen Flügel dürfen nun auch in ihre Löcher und diese befestige ich ebenso mit Sekundenkleber. Sie würden aber auch so ganz gut halten. Trotzdem, sicher ist sicher. Mir war die Motte dann ein bisschen zu langweilig und daher habe ich mit einem Goldstift dann noch ein bisschen Muster gemacht und den Po natürlich golden, der war sowieso geplant. Aber am Rücken hat er jetzt nun auch ein bisschen Muster bekommen, Punkte und Stricher und Deko und so weiter. Aber so sieht die fertige Motte nun aus. Du kannst sie entweder hinstellen, in einen Bilderrahmen geben, verschenken, was auch immer du tun möchtest. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit dieser Anleitung. Ich würde mich sehr über den Daumen nach oben freuen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.